Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Format Naturmedizin. Ja, neue Ziele, Voraussetzungen. Was braucht es dafür, dass die wirklich auch gelingen? Und was sind die Ursachen, warum es dann doch oft auch scheitert und die Ziele nicht in Erfüllung gehen? Und das besprechen wir heute mit einem ganz besonderen Gast. Freuen Sie sich drauf, Dr. Volker Meissner. Bis gleich. Hallo, lieber Volker. Schön, dass du da bist. Hallo, Grüne. Danke für die Einladung. Ganz, ganz ein spannendes Thema. Wir sind ja witzigerweise gerade im Januar 2024. Ich habe vorhin noch von Alexander erfahren, dass du vor 6 Jahren einer der ersten Ärzte hier bei uns im Sender warst und wirklich schon 45 Jahre dich mit dem ganzheitlichen System des Menschen beschäftigst und auch hinter die Kulissen schaust. Umso schöner, dass wir heute über das Thema Ziele und Vorsätze sprechen, weil das doch viele Menschen gerade betrifft. Ja. Wir sind ja in so einer Umbruchzeit, wo einfach unglaublich viel Unsicherheit da ist, wo man sich manchmal auch fragt, müssen wir uns noch Ziele setzen? Ja. Also es sind solche da Fragen. Da kommst du schon sehr nah an den Kern. Ja. Ja, weil die meisten Leute verwechseln Ziel und Vorsatz. Mhm. Ja, die machen sich irgendeinen schönen Vorsatz. Also ich will jetzt Rauchen aufhören, ich will 10 Kilo abnehmen oder irgend so was Wildes. Ganz komplexe Themen werden oft zusammengefasst. Die wollen dann 2, 3 Sachen gleichzeitig und setzen das erstmal hin, so als Vorsatz, nur vor sich hingesetzt. Und dann fehlt der nächste Schritt. Dass man wirklich das zu einem Ziel erklärt, dass man sich das Ziel ausmalt. Dass man weiß, wie werde ich mich fühlen, ganz wichtig, wenn ich das Ziel erreicht habe. Das vergessen auch viele. Ja. Und da muss am meisten dran scheitern, ist einfach das Tun. Ja, wenn ich da was hinschreibe und das ein Jahr lang beobachte, dann wird das nichts. Kann ich keine Pflanze sehen, wenn ich nicht gieße und pflege, wird das auch nichts. Es ist dann auch immer die Frage, das kennt ja vielleicht jeder, auch dieses entweder aufschieben. Das natürlich machen wir, glaube ich, auch noch eine Sendung über dieses Thema. Prokrastination, ja. Aber auch, passt dieses Ziel überhaupt zu mir? Ist es auch wirklich mein wahrhaftiges Ziel? Genau, oder ist es ein übernommener? Ja, für wen mache ich das? Ja. Ich hatte ein ganz konkretes Beispiel, viele Jahre her, bestimmt 20 Jahre her. Der wollte Rauchen aufhören. Damals habe ich noch sehr viel akupunktiert. Also wollte er zu mir zum Akupunkteur kommen, um Rauchen aufzuhören. Und dann habe ich immer meine Patienten gefragt, warum wollte er denn aufhören? Ja, wegen dem Geld. Da dachte ich, okay, ob das Unterbewusstsein versteht, weiß ich es nicht. Aber was ist denn der Hintergrund? Ne? Und er sagt, ja, also die wollen das Geld dann in irgendeine Kasse reintun und dann gibt es dann irgendeine Urlaubsreise. Die Frau hat sich irgendein Urlaubsziel ausgesucht und da wollen sie dann hin. Mhm. Und er hat gesagt, wollen sie denn da auch hin? Ja, für meine Frau. Und dann war schon klar, das wird nichts. Ja, dann kannst du zwar nadeln, wie du willst, und es kann auch sein, dass es 2 Wochen hilft, aber das Ziel ist nicht verankert, weil es nicht sein soll. Das hast du gut angesprochen. Ne? Das muss aus dem Herzen kommen. Und das ist das, was ich mit dem Vorsatz tun muss. Ich muss dann den Vorsatz zum Ziel erklären, mit meinem Herzenswunsch verbinden. Wie werde ich mich fühlen, also glücklich sein, wenn ich das erreicht habe, und dann funktioniert es. Und dann gibt es so eine Dreierregel. Du hast 3 Tage Zeit, bis zum Umsetzen. Wenn du es in 72 Stunden nicht schaffst, dann wird es zu 90% gar nicht erst angepackt. So, dann musst du 3 Monate lang wirklich was richtig tun. Also die 3 Wochen Disziplin und dann nach 3 Monaten hast du es drauf. Dann musst du dich nicht mehr drum kümmern. Also 3 Tage zum Umsetzen, 3 Wochen Disziplin und 3 Monate bis zum Ritual. Und dann kannst du dich drauf verlassen, dann wird das was. So, das sind diese Fallstricke. Und die meisten scheitern in den ersten 72 Stunden. Und die glauben, ich habe es aufgeschrieben, Fire and Forget, ja, DHL, aber das wird nichts, da gibt es kein Tracking. Da muss ich tun, ich muss reinkommen. Ja, und überall bei den ganzen Management-Seminaren lernst du, Erfolg hat 3 Buchstaben, T-U-N. Tun, das ist ja auch so. Ja. Wenn du nichts tust und wenn du so ein komplexes Thema hast, wie ich will abnehmen, das funktioniert nicht, vom Thema her schon nicht. Wie würdest du da einsteigen? Weil da sind ja viele verschiedene Themen wahrscheinlich hinterlegt. Ja, wenn einer sagt, ich will abnehmen, sage ich, warum? Sagt, ja, will halt leichter sein oder in ein Kleid passend, ne, was dann vielleicht so ein paar Kilo verträgt noch. Mhm.
Und dann sage ich, ja, dann ist doch das Kleid das Ziel, nicht das Abnehmen. Du kannst mit einem Stück Kuchen in der Hand abnehmen wollen. Du wirst nicht abnehmen, aber wollen kannst es. Ja, gibt es kein Limit, aber halt auch kein Erfolg. Ja, also entweder mache ich es mit dem Ziel, dass ich sage, 72 Kilo nehme ich mir vor, dann habe ich was Messbares, kann sehen, wie weit bin ich weg. Oder halt eine Kleidergröße. Oder ein spezielles Kleid bei Frauen, kann man sagen. Nur welches Kleid passt Ihnen da, wenn Sie das erreicht haben? Und dann gibt es ein Foto vielleicht aus der Zeit, als das noch gepasst hat. Und das kann man so verankern. Aber ich brauche ein Gefühl. Es ist nicht so, ich habe das dann erreicht. Das wäre Stolz. Das kriege ich kognitiv vielleicht geregelt, aber da ist nichts Herzliches dabei. Mhm. Und wenn das nicht da ist, wird das nichts. Ich muss mich in dem Ziel fühlen. Also ich muss als Frau wissen, wie ich mich fühlen werde, wenn ich mit dem Kleid mich im Spiegel sehe oder der Partner oder wer auch immer. Und ich sage, ey, pass auf. Das muss da sein. Und das ist beim Rauchen aufhören. Du kannst dem Körper mit Gesundheit nichts beibringen. Das Gesundheit ist für das Unterbewusstsein kein Anker, kein Ziel. Das ist normal gesund. Du kannst mit einem normalen kein Ziel erreichen. Mhm. Ja? Also es muss schon was Tolles dabei sein, was dich bewegt, damit du überhaupt losmarschierst. Wie ist es denn bei Menschen, die permanent im Leben nach einem Ziel, nach dem anderen suchen und man hört dann oft auch, ja, dann habe ich es erreicht und dann, wie lange freue ich mich drüber? Ja, das gibt es auch. 2 Stunden. Ja, hast du oft bei Sportlern. Es gibt so diesen Lauf da durch Neuseeland von der Südspitze der Südinsel zur Nordspitze der Nordinsel. Das sind, ich weiß nicht, wie viele 1000 Kilometer. Und dann sind die da oben bei dem Leuchtturm und sagen, ja und jetzt? Jetzt müssen sie wieder zurück. Weil sie sich nicht darauf vorbereitet haben, was mache ich mit dem Erfolg? Mhm. Wie packe ich den ein, damit er bei mir bleibt? Und dann kann ich auch zurückgehen. Ne? Das ist wirklich so bei vielen. Oder die mal richtig gut waren, Leichtathletik oder sowas, und dann merken, dass es halt nicht mehr packen. Dann wollen sie mit 45 nochmal die gleiche Leistung bringen wie mit 20. Das funktioniert auch nicht. Mhm. Da muss man auch schauen, das sind oft nicht gut genug Themen. Also wer sein Leben lang in irgendeinem Wettkampf bleibt, mit sich oder mit anderen, da hat noch ein ganz grundlegendes nicht gut genug Thema. Nicht gut genug? Aus der Kindheit. Ganz aus der frühen Kindheit meistens. Wie komme ich denn an sowas ran? Man sieht das ja oft auch, ich kenne es ja auch von Führungskräften, dieses ständige Hamsterrad und noch höher und noch höher und manchmal auch dieses Beobachten, da will man vielleicht auch noch den Papa imponieren, da sucht man noch die Anerkennung beim Chef, der Papa, oder wenn dann der Chef natürlich einen auch vielleicht tyrannisiert oder drangsaliert, ist es natürlich auch dann dementsprechend stellvertretend, so wie der Vater war letztendlich. Natürlich, weil man den Chef ja wahrscheinlich auch irgendwo angezogen, ne? Damit ich das Thema weiterleben kann. Und was man halt sehr häufig bei diesen Menschen feststellt, ist, dass die so ein bisschen dissoziiert sind, dass die mit dem Gefühl nicht viel anfangen können. Das Gefühl stört dann. Dann wird das dissoziiert, wird weggepackt. Und dann kann ich kognitiv mein Leben in der Box leben. Ich kann mir das logisch erklären. Ich kann das runterschlucken oder wie auch immer und dann entweder alkoholmäßig verarbeiten oder sonstig Sucht. Und das Ziel ist, dass man diese Menschen mit ihrem Gefühlssystem zusammenbringt. Ich habe da so eine Metapher, die ich den Menschen immer erkläre. Sage ich, sie haben aus gutem Grund damals zwischen dem Kognitiven, zwischen dem Mentalen und dem Emotionalen eine Schutzfolie eingezogen. Und diese Schutzfolie ist jetzt noch da. Und wir kennen das, wenn wir was Elektrisches kaufen, was mit Batterie betrieben wird, müssen wir erstmal diesen Streifen rausziehen, dass das funktioniert. So, das ist jetzt dran. Ich muss jetzt diesen Streifen wieder rausziehen. Entweder Löcher reinmachen in diese Schutzfolie oder am besten so. Was dann passiert ist, dass ich das ganze System wieder in Aktion bringe und Sachen passieren, von denen keiner weiß, wie das geht. Und was dann passiert, das ist einfach Neuland. Und da müssen sich die Leute dann vorbereiten. Und da entsteht ja aber auch eine Angst. Ja, natürlich. Also wenn ich dann mit Menschen spreche, da sieht man Panik vorm Fühlen. Absolut. Und wenn das eine Führungskraft ist, erst recht. Also wenn die ihre Führungskraft sozusagen mental, kognitiv ausgebaut hat und unantastbar ist, das ist dann schwieriger. Das ist dann echt Mut. Aber gerade die Leute haben dann was davon, wenn sie den Mut aufbringen. Was kann sich dann zum Thema Ziele auch ändern? Also was passiert mit diesen Menschen, wenn sie dann an den Ursprung gekommen sind, mit welcher Methode zum Beispiel auch? Ja, die erkennen, dass das Ziel nicht von ihnen kommt. Das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass sie das vielleicht übernommen haben oder ein tradiertes Ziel oder die anderen machen es auch oder irgend sowas Oberflächliches. Dann merken die, nee, darum geht es nicht.
Mein Ziel ist ganz was anderes. Und dann fangen die an, plötzlich ein Instrument spielen zu wollen. Und ich sage, ey, pass auf. Ich empfehle das auch, ne? Mal rechtshörnisch ranzugehen, mal zu malen oder einfach nur mit irgendwelchen plastischen Materialien zu arbeiten. Einfach mal kreativ die andere Hirnhälfte mit einladen, dass da was passiert. Das soll auch keiner sehen, wird auch nicht bewertet. Das darf nicht schön sein für andere, mhm. Ja, dass man das alles rausnimmt. Oder dass der lernt zu improvisieren und nicht nach Noten fein zu haben und nicht zu spielen. Einfach mal so freilassen. Und wenn das einer sich zutraut, erstmal heimlich, ganz klar, dann wird er was draus. Und dann erkennt er, die Ziele, die ich bisher hatte, waren verständlich, nachvollziehbar, aber auf einer ganz alten Linie, die mir jetzt nicht mehr passt. Und ich habe es ja bei mir selber mitgemacht, war wirklich lange bei der Bundeswehr und habe gekündigt. Also ich war Oberst auf dem Weg zum General und habe mir überlegt, nein, das ist nichts für mich. Ich habe Karriere gemacht, weil meiner Mutter verboten wurde, Sängerin zu werden. Das habe ich dann früher, also später, alles rausgebracht. Ja. Deshalb kann ich das alles nachvollziehen und auch erzählen. Und ich wollte mehr sein als mein Vater. Mein Vater war sowas Ähnliches wie Oberstleutnant im Zweiten Weltkrieg. Taffes Kerlchen. Also Panzernahkampf, ne, wo man Minen an die Panzer legt. So. Und dann dachte ich, ey, pass auf, du hast Karriere gemacht wegen der Mutter und den Dienstgrad wegen dem Vater. Was ist denn mit dir? Und damals hatte ich schon Akupunktur begonnen, so zufällig, nahezu zufällig. Ne? Da dachte ich, ey, pass auf, das ist doch genau das, wo du dafür brennst. Und dann habe ich das gekündigt und habe mich in diese Nischenmedizin begeben. Wo die Ärztekammer gesagt hat, die haben einen Schlag, ja, so ne, Verdienst und da Nische. Ne? Und mir gesagt, das macht nichts, aber das kommt aus dem Herzen. Und das mache ich jetzt seit, weiß nicht, 25 Jahren nur noch so. Und das war richtig. Das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Ja, da warst du ja auch wirklich Pionier in der Zeit. Du hast ja schon vor 30 Jahren über das Darmmilieu erzählt. Da ist es ja, ich meine, es ist heute noch nicht angekommen bei den Ärzten so. Aber es ist auf jeden Fall jetzt ein Thema, das zusammenhängt miteinander. Wobei es auch eine interessante Kopplung ist, gerade der Darm, wenn der natürlich auch unser Leben steuert, inwieweit der natürlich auch Einfluss hat, ob wir was in die Umsetzung bringen oder nicht. Ja, du hast bei den großen Oberflächen, hast du immer ein Zeichen, wie sehr der Mensch mit seiner Umwelt harmoniert. Deine zeigt es über die Haut, der andere zeigt es über den Darm, der andere zeigt es über die Lunge. Auch ein bisschen von der Prägung her, wie er so drauf ist, wo er halt gesehen werden will. Ja, wenn einer zeigen will, guck mal, wie ich leide, wird er nicht den Darm nehmen, sondern die Haut. Ja, wenn er einem was husten will, wird er die Lunge nehmen. So. Also gibt es so klischeehaft erstmal. Ne? Aber Klischee heißt schon in einer gewissen Form halt häufig. Sonst passiert das so ein Klischee nicht. Ja. Da muss man halt nachschauen, was ist Klischee, was ist wirklich bei diesen Menschen auch so wie bei anderen und wo unterscheidet er sich halt gerade von den anderen. Aber das hat man immer wieder. Und ich habe viele Leute, gerade wenn du Darm ansprichst, Colitis ulcerosa-Patienten, haben ganz, ganz, ganz häufig ein Autoritätsproblem. Das ist häufig der Vater, ganz klar. Eine dominante Mutter kann das auch ersetzen. Mhm. Oder halt irgendein Miterziehender, der das ausnutzt. Und wenn das mal gelöst ist, kann auch beim Darm wirklich eine Entspannung reinkommen. Wo man sich dann auch wieder einen Partner oder einen Chef ins Leben kreiert und dann auch mit dieser Krankheit wieder unter einer dominierenden Person leidet. Genau. Und jetzt, um das mal den Bogenschlag zu den Vorsätzen zu bringen, wenn du dir einen Vorsatz hast, ich werde innerhalb von einem halben Jahr diesen Job verlassen und nichts tust, sondern nur abwarten, bis das halbe Jahr um ist, wird ja nichts passieren. Mhm. Der Vorsatz wäre schon gut. Aber wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt, wenn du aus dieser Klammer raus bist, ne, dann wirst du an deiner eigenen Angst scheitern und sagen, dann bleibe ich lieber. Ja, und das haben wir ja gerade kollektiv in unserer Gesellschaft, diese Angst vor Veränderung und natürlich diese Sicherheit, die vermeintlich einem irgendwie suggeriert wird. Das ist ja auch das, was du eben in der Bundeswehr hattest. Das ist ja das Pendant zu Beamten letztendlich, so nach dem Motto, dir kann nichts passieren. Da ist ja auch ganz viel Angst letztendlich dahinter. Und da ist ja die große Kunst, egal, wenn ich ein Ziel habe, ich muss ja aus meiner Komfortzone raus. Genau. Und diese Verhinderer rauszufinden. Wie gehst du da vor? Schon, wenn ich mit den Patienten spreche, welche Vorsätze die haben, die kommen ja meistens mit irgendeinem konkreten Problem. Die kommen nicht und sagen, ich fühle mich nicht so gut, sondern die haben in der Regel ein konkretes Problem. Entweder schon länger
und kommen nicht weiter in der Therapie oder sehr schnell, sehr stark, sehr heftig, sehr bedrohlich. Eins von den beiden. Ich habe keine Laufkundschaft. Also zu mir kommen entweder sehr chronisch Kranke oder sehr schwer Kranke. Mhm. Und dann auch bei dem Heilungsansatz brauchst du Vorsätze, brauchst du Ziele. Und dann sieht man, was den Menschen schon nicht gelungen ist, wo die ihre Vorsatzhistorie haben. Mhm. Und wenn man sagt, okay, was müsste sich denn ändern, damit das Ergebnis sich ändert? Wir brauchen jetzt ein anderes Ergebnis, wenn es geht. Ne? Und dann kommen sie halt drauf, dass sie einfach nicht das Momentum gar nicht bekommen haben, um über diese Grenze der Komfortzone zu gehen. Das ist, ich sage mal, wie so ein Feuerwall. Mhm. Und über einen Feuerwall kann ich nicht drüber schleichen. Ich muss da springen. Wenn niemand hartscht, wie man bei uns sagt, ne, über so einen Spalt, wo das Feuer rauskommt. Aber springen, das geht. So, dann müssen die aber Anlauf nehmen. Und so, wo kriegen sie das Momentum her, dass sie dann nicht genug Geschwindigkeit haben, um da durchzuziehen, egal wo sie dann landen, draußen in der Komfortzone, außerhalb der Komfortzone. Das ist dann egal. So, und dann da kommen sie auf Zwischenziele und sagen, das wäre ja auch nicht schlecht oder ganz schön. Oder ganz schön ist Komfortzone. Ja. Wenn es keine Angst macht, dann ist es innerhalb der Komfortzone. So, und das ist für manche ganz, ganz schwer, das mit Heilung zu verbinden, weil sie ja trainiert sind, dass da ein Therapeut kommt, der mit ihnen was macht. Ich sage, nee, jetzt sind Sie dran. Ich kann Ihnen Tipps geben, aber Sie müssen es tun. Ich sitze daneben, ich halte Ihnen das Händchen am Anfang, ja, aber ich schaue Ihnen zu, wie Sie springen und stehe dann schon draußen, um Sie abzuholen. Schön. Ja, ich stelle manchmal immer auch die Frage, was wäre denn, wenn du ab morgen gesund wärst? Ja, haben viele und Leute. Alles machen könntest. Ah, da haben viele Leute Angst davor. Du kannst dir mit Heilung drohen, dann merkst du es. Mhm. Da gibt es ja auch unterschiedliche Krankheitsbilder. Absolut. Wo man wirklich sagt, okay, da ist ein kompletter Widerstand eigentlich da. Ja, und das ist ein echter Heilungsverhinderer. Also ich habe da immer wieder konkrete Beispiele, die über eine Krankheit, meistens so Fibromyalgie, also irgendwas so Unspezifisches. Ne? Oder MS. Oder MS ist ja schon fast konkret, ne? Aber, ne? Ja. Aber zumindest etwas, wo man sehr stark in der Opferrolle gerät und deshalb aus einer bestimmten Belastung rauskommt und sagt, oh, das habe ich jetzt geschafft, jetzt leide ich zwar, aber das bin ich los. So, wenn die Leute sagen, jetzt traue ich mir zu, um wieder in die Heilung zu gehen, weil der Schmerz auf die Dauer ist auch blöd. Ne? Mhm. Und dann sagen wir, ja, okay, können wir machen. Und dann sagt das Unterbewusstsein, Vorsicht. Wir haben die Krankheit gesucht, um da rauszukommen. Wenn wir jetzt gesund werden, müssen wir da vielleicht wieder hin. Überleg dir das gut. Mhm. Da hast du keine Chance. Also diesen Abschied muss der Patient hinkriegen, dass er sagt, ich entscheide mich, da nicht wieder hinzugehen. Und wenn das gelaufen ist, dann kannst du heilen. Also das ist wirklich sehr kategorisch, wo ich auch den Patienten das abverlange. Mhm. Weil du hast so einen Heilungsverhinderer damit drin, na, keine Chance. Ja. Jetzt nochmal zum Thema Ziele. Ich kenne ja noch die ganze Zeit diese ganzen Business-Pusher, weißt du, ja, und Ziel stecken und diese Verkaufsgeschichten und. Da bin ich ja auch durch solche Schulungen durch. Und ist es noch in unserer Zeitqualität ein Thema? Also haben wir noch. Sind wir überhaupt noch so, dass wir sagen, so mein 5-Jahres-Ziel, hier meine Zahlen, Daten, Fakten. Ich merke, wenn ich dann solche Menschen denen zuhöre, also da kommt keine Motivation mehr. Das ist wie so. Ja, kommt drauf an, für wen du es machst. Ne? Wenn du in einem Konzern drin bist und deine Abteilung muss da irgendwas Besonderes leisten, gibst du halt die Zahlen vor, das ist auch was Kontrollierbares, dann kannst du immer sagen, pass auf, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich würde es gar nicht so ganz kategorisch ablehnen, weil du brauchst Disziplin für bestimmte Sachen. Mhm. Und beim Disziplin hilft schon ein Ziel. Also wenn du sagst, abnehmen zum Beispiel. Ne? Abnehmen ohne Disziplin ist am Anfang schwer. Mhm. Ja, du musst irgendwas neu, irgendwas ganz anders machen, was du bisher gemacht hast. Und wenn du das weißt und sagst, okay, ich lasse jetzt Weizen, Milch und Zucker einfach mal weg. So, Punkt. Mehr nicht. 3-4 Wochen Zeit lassen, um rauszufinden, wo ist das überall drin. Dann hat man schon mal 50% der Lebensmittel weg, die man sonst konsumiert hat, wenn nicht mehr. Und sagt, womit werde ich es ersetzen? Das Thema schon. Jetzt geht es erstmal darum, wo ist es drin und was darf weg. Mhm. So, das muss mit Disziplin verfolgt werden. Das sind diese 3 Tage zum Anfang und 3 Wochen zum Durchsetzen. So, nach 3 Wochen ist das schon so normal, dass man darauf achtet, wo ist das drin, dass ich dann die nächsten Wochen auch aushalte. Und dann finde ich auch Sachen, die da wieder reinpassen.
Und die meisten scheitern dran, weil sie das als Diät sich verkaufen. Und Diät erzeugt immer Widerstand. Und limitiert. Und ich sage immer, es geht darum, eine Ernährungsform zu finden, die für sie perfekt ist. So, und ob das jetzt Diät ist oder nicht, ist völlig egal. Das ist das, was dieser Patient halt gerade braucht. Mhm. Und ob das jetzt 6 Wochen dauert oder 8, ist doch auch egal. Aber Disziplin braucht es trotzdem. Und dieses nochmal dahinter schauen, wieso habe ich überhaupt das Gewicht? Also ich habe jetzt durch die ganzen Jahre ja auch ganz viele verschiedene Ansätze kennengelernt, ob jetzt vegan, low carb, Rohkost und. Aber letztendlich, wenn irgendwo der Körper den Schutz benötigt oder solidarisch zu den Ahnen die Pfunde weiterträgt, ja, das sind ja alles solche Sachen, geht es da auch vielleicht darum, da auch erstmal noch hinzuschauen, was hindert mich überhaupt daran, das Gewicht loszulassen? Absolut, was wir ganz, ganz häufig haben, ist, dass Leute gesehen werden wollen, dass sie sich eine Silhouette bauen. Mhm. Und da gibt es einen Testsatz. Ich habe Angst, dass ich mein Gewicht oder meine Form noch brauche, um nicht übersehen zu werden. Okay. Fahren die Leute zusammen, wenn der Testsatz stimmt. Oder eine Gewicht. Sag den nochmal. Ich habe Angst, dass ich mein Gewicht und meine Form noch brauche, um nicht übersehen zu werden. Okay. Oder um gesehen zu werden. Aber nicht übersehen ist manchmal stärker. Mhm. Und dann reagieren die drauf, kann man kinesiologisch testen. Und das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, aber jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, kommen mir auch ein paar Bilder. Mhm. So, und wenn das, nur wenn man sagt, ich kann auch gesehen werden, ohne Fülle, sondern durch Ausstrahlung, also immateriell erscheinen, dann kann man da auch weitermachen. Okay. Und dann kann man an den Ernährungsformen noch ein bisschen rumbasteln, wo man sagt, das ist halt schlichtweg nicht gesund. Erklärt vielleicht auch nicht das Übergewicht, aber es ist halt schlichtweg nicht gesund. Mhm. Sondern wenn Sie mit Weizen, Zucker und Milch hast du ja schon mal 80-85% der Probleme erledigt. Und dann sind die sozusagen vom Inneren her bereit, das auf eine Normalfigur zu bringen, was sie nicht mehr brauchen. Und sich auch noch gesund ernähren oder gesünder. Dann haben wir es ja schon. Aber das ist eigentlich häufig. Oder ich bin eine gewichtige Persönlichkeit, ne? Dass man halt das Gewicht auch zeigt. Mhm. Also Selbstwertthemen. Mhm. Schutzfunktion auch, natürlich. Ein dickes Fell, ne, kann sich auch mal in einem dicken Fettgewebe äußern. Hängt davon ab, wo das ist. Ganzkörper, wenn die Ganzkörperfülle da ist, ist es eher Silhouette. Nur wenn du es auch bei Frauen eher am Bauch hast, ist es eher ein Stressthema. Mhm. Da sind wir bei der Hormonthematik, ja, so diese ganze Nebennieren und so. Da habe ich schon das Gefühl, dass für viele das eine große Herausforderung ist, weil da ist so viel in Ungleichgewicht geraten, jetzt sowieso in der Zeit, wo so viel Angst und Stress, ich habe so das Gefühl, das hat sich dann auch ein bisschen so kollektiv verbreitet, dass man wirklich sagt, okay, es kommen so viele mit auch einer hormonellen Disbalance. Aber als Folge, nicht als Ursache. Folge von Angst oder Stress letztendlich. Du musst also, wenn du die Hormone künstlich oder wie auch immer balancieren tätest, wird es dir nicht weiterhelfen. Mhm. Also muss die Angst oder das Thema da drunter gelöst werden. Ich sage mal, wenn du eine heiße Herdplatte hast, da kannst du eine Stunde einen Topf kaltes Wasser draufstellen. Problemlösung. Ja. Mhm. Aber ich kann auch den Schalter versuchen. Mhm. Ja. Ja, klar. Ja. Also das bedeutet, Ziele ja, schön und gut, aber dennoch hinterfragen, ist es wirklich mein Ziel? Kann ich es mir auch vorstellen? Und liegt es mir am Herzen. Mhm. Ja, es ist eine Herzensangelegenheit. Ja. Ja. Wie würdest du jetzt auch den Zuschauern so ein bisschen Unterstützung geben? Du hast ja auch viel bei dir als Support. Du hast ja auch einen Verein und machst auch Seminare. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen. Also ich habe eine Community eingerichtet, das ist so eine Online-Plattform, genau für solche Themen. Wo Leute in der Therapie hängen bleiben oder sich was vorgenommen haben und nicht weiterkommen. Du hast auch, wenn einer wirklich durchgeht und Ziel erreicht und alles klappt, nach 2 Jahren mal so eine Art Durchhänger. Mhm. So, typischerweise gibt es so Sachen, naja. Wo die Leute wieder sagen, ich weiß nicht, was los ist. Ne? Oder wenn du einen neuen Job hast, nach einem halben Jahr fragst du dich, wo bin ich hier? Ja, das gibt solche Engpässe, ne? Emotionale Engpässe. Und da muss man die Leute drüber bringen. Oder dass man sie verstärkt in ihrer eigenen Zielsetzung und sagt, was war denn der Hauptgedanke?
Was war denn das Thema, was wir damals gelöst haben? Da ging es doch um nicht gut genug. Ja, wem, welche Eminenz oder welche Autorität gehorchen Sie denn jetzt wieder, wenn Sie da nachlassen? Ja, wem wollen Sie denn da wieder gefallen heimlich? Mhm. Und dann kommen Sie dann schon wieder drauf. Das sind oft so ganz alte Muster, die auch nicht nach 3 Wochen einfach erledigt sind. Ja, es gibt auch so eine Technik, wo man energetische Hologramme abfragt. Wie alt fühlen Sie sich denn, wenn Sie das jetzt erzählen? Wo kommt denn das her? Und dann sagen Sie, ja, ich erinnere mich an meine Kommunion, Konfirmation, was auch immer. Also irgendwie so feierliche Initiationen. Mhm. Die sind auch oft so Ängste, also Stellen für Wandel. Da ist dann was passiert. Okay. So. Aha. Was war denn, kennen Sie das vielleicht, wenn Sie sich da reinversetzen in dieses Kind, kennen Sie das nicht schon von weiter zurück? Ja, doch, ich erinnere mich noch an irgendwo Schule. Und dann kann man in diese energetischen Hologramme, sage ich mal, kann man sich reinversetzen und diese Hologramme erinnern sich dann an frühere Sachen, was man alleine nicht zustande brächte. Okay. Aber es gibt so verschiedene Techniken. Und dann kann man eben, wenn man das Glück hat, in die älteste Verletzung reingehen und die dann auflösen. Und dann sind alle Verletzungen, die danach kamen, schon mal nichts mehr wert. Und es gibt auch keine Wiederholung. Mhm. Aber solange dann noch so schwelende Brandnester sind, wenn du einen Waldbrand hast, bleibt einer da als Feuerwache, der schaut, wo sind Brandnester. Die muss ich bekämpfen. Alles ist okay, aber das sind noch welche. So, die muss ich suchen. Okay. Und die Ausbildung, die du anbietest, lernt man dann auch diese Werkzeuge? Auch das. Also ich bin dabei, den Bewusstseinscoach für die Deutsche Akademie für Energiemedizin zu kreieren. Da lernt man sowas. Genau. Da lernt man das für sich selber natürlich. Aber auch, wie kann ich es anderen anbieten? Ohne denen jetzt was überzustülpen. Ja, du hast bestimmt das und das Thema. Das würde auch gerne gemacht. Oh ja, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Ja. Diese Therapeuten, die ihre eigenen Thema permanent auf andere projizieren. Ja, Das mal aufpassen, sage ich. Pass auf. Stelle Fragen. Und geh auf die Antworten ein und stelle wieder Fragen, bis das für beide Seiten gleich ist. Ja. Ja, genau. Das ist schon wichtig, dass man das macht. Aber um das Ganze nochmal zu sehen, du kommst ohne Vorsatz, ohne Ziel, ohne Gefühl, wie fühle ich mich, kommst du nicht aus bei allem, was du machst, was nachhaltig Bestand haben soll. Mhm. Bei manchen Sachen klappt das sofort, weil du es halt von Anfang an richtig machst. Da fragst du dich hinterher, wieso ist mir das da gelungen? Ja, wenn du nachschaust, da war es sofort im Herzen da. Mhm. Da hat das Herz mit dir gesprochen und du hast gesagt, okay, mache ich. Ja, super. Vielen Dank, Volker. Freue mich auf weitere Interviews mit dir. Schön, dass du da warst und ja, bis bald. Bis bald, vielen Dank. Liebe Zuschauer, ja, ich hoffe, Sie konnten auch einiges für sich wieder mitnehmen, vor allen Dingen was Ziele, Vorsätze und ja, auch ins Gefühl gehen und den eigenen Herzensweg gehen, für sich rausfinden und freue mich natürlich immer, wenn Sie zuschauen. Vielen Dank dafür, bis bald. Tschüss.